Wärme als Energiequelle nutzen. Das ist das Ziel des St. Galler Geothermie-Projekts. Das Projekt ist in der Schweiz von der Grösse her einzigartig. Heute war im Sittertobel der Baustart. Mitten wohnt die Familie Ruf. Für die nächsten 3 Jahre hat sie jetzt eine Grossbaustelle hinter dem Haus. Tamara Kobler ist heute auf Besuch. Wenn Elvira Ruf aus dem Fenster schaut, sieht sie direkt auf den Platz, wo das Geothermie-Kraftwerk entsteht. Während 3 Jahren wird hier jetzt gebohrt und gebaut. Ich finde es schon schlimm, aber man muss für die Zukunft denken. Und Geothermie, das ist jetzt halt etwas für die Zukunft. Und jetzt hat es halt uns betroffen, hätte auch jemand anderes betreffen können. Heute sind die Bauarbeiten losgegangen. In verschiedenen Etappen entsteht hier ein etwa 45 Meter hoher Bohrturm. Und im Jahr 2014 sollte das erste Mal Wärme und Strom produziert werden, wie die Projektleiter hoffen. Vorher gibt es aber noch viel zu tun. Wir sehen jetzt die Halle, die zurückgebaut wird. Dort, wo die Halle ist, das ist gerade der Mittelpunkt der Bohranlage. Also dort wird in diesem Raum wird der Bohrturm aufgestellt. Und im hinteren Teil der Halle, wo die Grünfläche jetzt ist, dort werden verschiedene Spülbecken, es gibt ein Wasserbecken und verschiedene technische Anlagen, die dort installiert werden müssen. Die Familie Ruf wohnt im Sittertobel zwischen der Kehrichtverbrennung, Abwasserreinigung und bald einem Geothermie-Kraftwerk. Und einmal im Jahr lockt noch das Open Air St. Gallen mehrere 10'000 Leute ins Dobel. Nicht gerade der Idealort zum Leben. Aber die Familie Ruf wohnt schon seit fast 20 Jahren hier. Ihren Bauernhof bezeichnet sie als Oase in diesem Industriegebiet. Also mir gefällt es vor allem gut, weil hier unten ist ein schönes Tal, es ist naturverbunden, man ist mitten in der Stadt, 5 Minuten bis im Bahnhof, man wohnt eine Art optimal, zentral und ist gleich neben draussen. Und man hat auch noch viele Abwechslungen, man hat ein Open Air, es läuft immer etwas, wenn man Leute sieht von der Verbrennung, von der Abwasserreinigung, es ist immer etwas los, es lebt. Und das brauche ich auch. Oder? Das ist eben auch noch, das ist heute, finde ich, ist auch eine Lebensqualität. Oder? Und die Lebensqualität, da ist Familie Ruf überzeugt, bleibt auch mit Geothermie-Kraftwerk gleich hoch.